Servus Ladl, meine Angriffe gestern haben mir mega viel Spaß gemacht und genauso kreativ wollen wir heute weitermachen. Viele Angriffe haben wir ja nicht mehr in Champion mit Rathaus 15, denn Rathaus 16 steht schon in den Startlöchern. Und zwar starten wir auf Freebase mit Queen Charge Super Urban und zwar mit einer Plimp im Warden und einiges an Loons. Das heißt, mit den Loons und mit der Plimp will ich das hier alles rausbekommen. Ich hoffe, dass dieser X-Bogen hier fällt, der wäre nämlich verdammt wichtig, das würde nämlich den Charge um einiges erleichtern. Ich habe nämlich vor, hier von 12 Uhr loszuchargen, einmal hier ins Queen Compartment rein mit einem Jump hinter das Rathaus zum Mono. Dazu habe ich natürlich lauter Superurbanen, mit denen ich hier ein bisschen unterstützen kann, beziehungsweise ein bisschen Schaden wegnehmen kann. Und auf der anderen Seite habe ich dann vor, einfach hier mit dem King, mit den Superurbanen und mit der Gladi reinzugehen. Und das Ganze soll dann alles hier am Multi und am King finishen. Da kommt hoffentlich meine Queen zusammen mit meiner Gladi zusammen und dann reicht das hoffentlich. Es ist ein bisschen risikoreich, das heißt, wenn irgendwas total schief läuft, könnte ich wahrscheinlich den zweiten Stern nicht safen, aber wir hoffen einfach mal, dass es soweit klappt. Okay, der Funnel für die Queen sollte jetzt erstmal stimmen. Ja, dich voll. Oh, okay, der Mauerbrecher klappt schon mal nicht, aber halb so wild eigentlich. Die Luftabwehr könnte ich vielleicht instant noch mit dem Barbar rausnehmen. Dann würde der Funnel für die Loons auf jeden Fall passen. Oh, das ist perfekt. So. Orden einmal zünden. Uiuiui, okay, das ist die Nado. Aber das passt eigentlich. Hier muss ich jetzt ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Komm schon, der X-Bogen. No way. No way, als ob wegen den Eisgrünens jetzt der X-Bogen nicht fällt. Nein, das kannst du mir nicht antun. Das kannst du mir nicht antun. Guckt euch an, wie One-Shot der X-Bogen ist. Maybe der Babydrache. Hallo, Babydrache, mach keine Faxen jetzt, mach einen Schuss auf den X-Bow. Einen Schuss brauchst du. Okay, waren zwei Schüsse, aber hat gepasst. Nice, das heißt, wir können den Jump hier schon mal setzen. Wir haben nicht mehr allzu viele Zauber, langsam muss ich ein bisschen aufpassen. Und hier oben kann ich dann schon mal vom Ding her mit dem King starten. Okay, wir müssen die Luftabwehr noch rausnehmen, sonst kracht's gleich bei den Heilern. So, das müsste soweit passen. Gladi hier mit dazu, Eisgolem hier mit dazu. Boah, ich muss hier nochmal freezen, das gibt's doch gar nicht. Ich habe keine Zauber mehr. Ich habe absolut keine Zauber mehr und es kracht gleich mit meinen Heilern trotzdem im Rathaus Preußen. Okay, wir haben noch ein bisschen was an Superwaren. Noch ist nichts over. Queen, kriegst du den X-Bow noch? Ich hätte die selber zünden müssen. Sie kriegt den X-Bow nicht mehr. Die macht Faxen. Da hätte ich lang nicht mehr so viel Zauber investieren müssen. Oder dürfen. Nee, das wird nichts. Das wird nichts, oder? Gladi-Fähigkeit ist jetzt raus. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Wir können gleich alle Barbaren auf den King spammen. Aber allein schon die Zeit wird halt kritisch. So, Barbaren alle mit dazu. Magier hier mit dazu. Loon mit dazu. Ist das jetzt echt ein Timer oder reicht's noch? Oh, ich habe allein hier oben schon verkackt, oder? Nein. Ja, ich habe es Cleanup dumm gesetzt. Es ist ein Timer, wie immer. Ey, ich habe schon so viele Timer in der CWL geholt. Das ist unfassbar. Der Angriff gerade eben hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber scheinbar war das nicht risikoreich genug. Deswegen spielen wir jetzt nochmal Queen Charge Super Urban, aber nochmal ein Ticken risikoreicher. Und zwar ist hier der Plan, grundsätzlich mit der Queen durch diesen Scatter hier in Richtung Rathaus zu chargen. Das bekommen wir hoffentlich hin, indem wir den King hier lang spielen, den Lock Launcher durch den Multi und den Warden zum King mit dazu spielen. Das heißt, der King soll mit dem Warden in diesen X-Bow rein und durch den Lock Launcher und den Sui halt overall soll ungefähr das hier alles fallen. Und den Rest dann irgendwie mit Superbahn und der Gladi. Wie gesagt, es ist ein bisschen risikoreich, aber ich habe Bock das zu spielen und wir schauen uns mal an, wie gut das klappt. Ich muss mir jetzt am Anfang auf jeden Fall ein bisschen Zeit nehmen, dass ich hier alles richtig funnel, weil ich habe Angst, dass meine Queen irgendwie mit in diesen Sui mit reinläuft. Das wäre auf jeden Fall ultra kritisch.
Aber egal, wie gesagt, die Zeit nehmen wir uns. So, Lock Launcher mit dazu. Dann können wir hier die Heiler mit dazu setzen. Oh, ich hab den Dings vergessen. Den Eisgolem. Der wäre wahrscheinlich ganz wichtig gewesen beim King. Naja, whatever. Egal, die Queen läuft rein, das passt soweit. Den Eisgolem haben wir dann noch hinten raus. Boah, ich habe den Headhunter irgendwie gefettfingert. Und ein Titan ist da drin. Bitte, Yetis, bitte holt den. Ich habe so Angst, falls der gleich auf meine Heiler geht. Okay, der Mono ist auch noch gefallen. Oh mein Gott. Damit hätte ich nicht mal gerechnet. Ah, okay, der Mauerbrecher war eher dumm. Bitte lauf nicht raus, Queen. Okay, sie boxt sich selber durch, das passt. Oh mein Gott, war der Sui krank. So, nächster Rage meinerseits. Und hier muss ich einmal freezen. So. Ice Golem hier in die Tesla-Farm rein. Hier kann ich auch mal ragen. Ich habe noch immer drei Headhunter für die Gladi gleich. Das ist auch nochmal wichtig. Queen investiere ich erstmal nichts mehr. Die verliert jetzt eh alle Heiler. Was irgendwie ziemlich schlecht ist. Oh nein, Headhunter, Headhunter, Headhunter. Pusht euch! Queen, hol noch den Multi, bitte. Ich habe auch keine Gladi-Fähigkeit mehr. Die Heiler, Alter. Ah, ich habe ja noch so viele Barbaren. Was ist mit mir? Lol, Weini, setz doch deine Barbaren. Was machst du denn? Hä, ist ja mieser Overkill. Ich habe nicht gecheckt, dass ich noch 8 Superbarbaren habe. Oha! Oha! Geile Hütte, oder nicht? Auch mal einen Daumen nach oben lassen. Auch mal einen Daumen nach oben da lassen für den geilen Hit. Und wir gehen rein in Hit Nummer 3. So viel Spaß die beiden Hits gerade gemacht haben, muss ich jetzt trotzdem nochmal zu Queen Charge Twinhawks zurück. Denn was Kreativeres ist mir leider auf die letzten Basen nicht mehr eingefallen. Hier würde ich jetzt einfach relativ basic ins Rathaus chargen. Den Single will ich natürlich mitnehmen mit der Queen. Hier würde ich einfach einen Flameflinger spielen, der ungefähr das hier bekommen soll. Das heißt, die Queen wird sich hier oben entscheiden, ob sie eben hier reingeht oder hier. Je nachdem habe ich auf 9 und den Funnel mit dem Flameflinger. Und auf der anderen Seite könnte ich hier noch mit dem King funneln. Und dann geht es einfach von unten von 6 Uhr mit den Hawks rein. I mean, da ist nicht allzu viel an Schaden. Da ist der Monolith, der Adler, der Warden, was alles nicht so schlimm ist gegen die Twin Hawks. Und dann halt im Core noch die beiden Multis, aber theoretisch, wenn die Queen das überlebt, dann ist da sowohl die Queen als auch die Twinhawks am Schluss. Und dann müssen das eigentlich 3 Sterne sein. Ich will es nicht jinxen, aber schauen wir uns mal an, wie das klappt. Bisher habe ich ja tatsächlich wenige Power-Fails geholt in der CWL. Also fast alle meine Fails waren eigentlich irgendwelche Time-Fails. Ich glaube, ich habe sogar mehr Time-Fails als Triple, wenn mich nicht alles täuscht, was tatsächlich eher ein Armutszeugnis ist, aber gut. Ich meine, was soll man machen? Wir versuchen unser Bestes. Boah, okay, das ist noch nicht mal die ganze Def. Eieiei. Okay, 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 jetzt kracht's. Jetzt kracht's. Mit dem Single zusammen. Oh! Okay. Huch. Den King hier mit dazu. Ich dachte irgendwie, die Queen geht früher mal zu dem Single hin. Haut gerade doch ziemlich rein. Aber gut, jetzt sollte die Queen safe sein. Den Single nimmt sie noch mit und dann... Ja, okay. Das passt soweit. Der King ist unten mit dabei. Das Rathaus fällt jetzt. Der Flameflinger macht gute Arbeit. Können wir mit einem Hawk noch den Giftturm auslösen? Nee, da bin ich mal wieder zu spät. Klasse Timing, Vani. Dann gehen wir hier mit den Hawks rein. Die Queen, der geht's noch gut da oben. Das passt. Die Headhunter mit dazu. Warden Ability Queen zünden. Hier oben schon mal den Babydrache mit dazu. Wir können hier nochmal durch den Core durchragen.
die Multis freezen wir soweit. Und dann sieht das doch nicht schlecht aus. Die Gladi ist noch mit Full Life tatsächlich dabei. Ja, I guess die Gladi sollte das finishen. Als Ziel für diese CWL habe ich in den letzten Tagen, dass ich noch wenigstens an einem Tag 3 aus 3 gehe. Ich habe es jetzt schon öfter gehabt, dass ich einen Timefail hatte. Was heißt öfter? Gestern hatten wir es und heute wieder, dass ich einen Timefail hatte. Einen sehr, sehr knappen Timefail und 2 Triple. Ich glaube, ich hatte auch schon 2 Timefails und einen Triple. Aber irgendwie reicht es bei mir nie für 3 aus 3. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel für die letzte Rathaus 15 CWL. Ja, ich würde sagen, das war nochmal ein recht dicker Overkill. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich beim Ergebnis. Ich würde sagen, 36 Sterne lässt sich auf jeden Fall sehen. Und wir hoffen einfach mal, dass es morgen wieder genauso gut klappt. Da sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.